Los geht's, der Startwagen nimmt Fahrt auf, noch 50 Meter bis zur Startmarke. Und jetzt klappt er die Flügel ein, das fünfte Rennpass von Auto tritt, wenn der Mann gesagt ist, der Start. Und heute gibt es was an der Kampagne-Führung. Szenario geht der Fahrt, Szenario dann so, dann sieht man unter dem Mann Darius Kühl. 4, 3, 2, so geht es in den Bogen. Szenario führt, dahinter war so. Auf die dritte Platz, Darius Kühl und ganz kaum ist Leonardo in der vierten Position ausgebracht. 4, 3, 2, 8, dann sind die sieben Männer. Aber es sind doch noch mehr als anderthalb Runden zurück, die jetzt hier auf die nächste Seite kommt. Ein durchgeschlossenes Feld, dort geht der Gegenrad herunter. Der Führer ist weiter links, hier ist bei Szenario. Szenario führt in der Fassungsversuch. Dann Darius Kühl, Leonardo, 15. Ende. Sechster Laura, siebter und der eine und achte Stelle ist John Gardner. Alles ist Szenario, der letzte Kampf, 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 so geht es durch den Elbsdorfer Bogen. 4, 3, 8. Die Reihenfolge. Szenario, Dennis Wagner, bringt durch. Sadu ist Zweiter. Auf den dritten Platz, Leonardo. Und jetzt schaltet sich Puschkin einen alten Mann mit weiter. Das ist die Aufholer. Aber Dennis Wagner, die Folge ist hier. Die sieben bis rot.